Hallo Freunde der alten Kampfkünste, hier ist der Thorsten für die Stahlakademie und ich beginne dieses Video mit einer kurzen Entschuldigung dafür, dass ich so schnell zwei Videos hintereinander veröffentlicht habe. Ihr müsst wissen, ich habe ein recht buntes Leben. Ich bin Grafikdesigner, freier Künstler, Musiker und Schwertkampflehrer und manchmal ist das ein bisschen schwierig unter einen Hut zu kriegen. Und da habe ich Phasen, da habe ich überhaupt keine Zeit für neue YouTube-Videos und dann welche. Da ist es ein bisschen lockerer und dann kann ich zwei hintereinander raushauen. Heute eine Folge Schwert-Talk. Ich beantworte random Fragen, die ihr in den Kommentaren zu meinen Videos gestellt habt. Und wir fangen gleich an. User MP Production Scare schreibt schon vor recht langer Zeit: Meine Frage wäre zur Beinarbeit, speziell der Unterschied zwischen den mittelalterlichen Texten und den Renaissance-Texten, hauptsächlich Joachim Meyer. Mir scheint so, dass Meyer wesentlich tiefere und extremere, also Füße weiter auseinander, Positionen als die Texte der Lichtenau-Tradition hat. Meine Frage ist also, ob ich da mit meiner Beobachtung richtig liege und warum man das eine über das andere machen sollte oder ob das eine rein persönliche Präferenz ist. Ja, mein lieber User, du hast vollkommen recht. Die Abbildungen in dem Fechtbuch von Joachim Meyer sehen tatsächlich so aus, als würden die Fechter sehr tief und sehr breitbeinig stehen, mit einer großen Auslage nach vorne. Ich selbst bin jetzt kein Meyerist, das heißt, das ist nicht meine Expertenbaustelle. Wenn du da etwas ausgearbeitetere Theorien hören möchtest, wende dich bitte an Björn Rüther von Hammerborg. Der macht sehr gute Meyer-Videos und der beantwortet solche Fragen auch gerne. Meine persönliche Meinung ist, dass es auch in der mittelalterlichen Kampfkunst relativ viele Figuren gibt, die breitstehend gezeichnet werden. Zum Beispiel im Fechtbuch von Hans Thalhofer oder in mehreren Fechtbüchern von Hans Thalhofer und auch immer dann, wenn Harnischkampf beschrieben wird. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass man, wenn man die Quellen so nacheinander vergleicht, in der Zeitlinie, dass man den Eindruck hat, dass es vom späten Mittelalter eine Verschiebung hin zur Renaissance hin zu tieferen Ständen gibt. Woran das jetzt genau liegt, kann ich dir auch nicht sagen. Ich wäre aber generell hier auch vorsichtig mit der Eigenwahrnehmung und würde Quellenkritik betreiben. Denn was wir hier sehen, sind keine Fotografien, sondern wir sehen Zeichnungen. Und da spielen mehrere Sachen mit rein. Zum einen die künstlerische Mode, das ästhetische Empfinden der jeweiligen Handwerker, die technischen Fähigkeiten, die anatomische Kenntnis und generell auch einfach die Lokation, also der regionale Stil, also Künstler haben ja auch immer unterschiedlich gezeichnet und generell einfach die Entwicklung der Zeichenkunst vom späten Mittelalter in die Renaissance rein. Also zur Renaissance hin werden ja die alten künstlerischen Ideale der Antike wiederentdeckt und man gibt sich wieder viel mehr Mühe mit der Anatomie. Das hat man generell durch die ganze bildende Kunst in dieser Zeit, dass Figuren wieder viel realistischer und anatomisch korrekter und natürlicher und bewegungsdynamischer gemalt werden, während im späten Mittelalter noch ein relativ holzschnittartiger, ich will es nicht sagen grober, weil es war teilweise schon sehr fein ausgearbeitet, aber vielleicht etwas puppenhafter Zeichenstil vorherrscht. Eine weitere Möglichkeit kann natürlich trotzdem sein, dass in den Kampfkünsten sich auch einiges verändert hat, was einen tieferen Stand notwendig macht. Spekulativ könnte man zum Beispiel annehmen, dass das Hinwenden zu den sehr langen Speeren, zu den großen Schlachtschwertern oder das Hinwenden zur Hellebarde und zur halben Stange als Fechtwaffe in der Fechtschule auch dazu dient, tiefer zu stehen, denn das sind Wuchtwaffen, für die man viel Gegengewicht braucht bei der Fußarbeit. Aber das ist wirklich sehr spekulativ und ich muss auch sagen, genauer kann ich jetzt diese Frage nicht beantworten. Ich würde vorschlagen, erstmal grundsätzlich beim Fechten so zu stehen, wie es die Quelle erfordert. In vielen Fällen hat mir das tiefe Einsichten verschafft, zum Beispiel beim Rapierfechten. Da wird übrigens nicht immer tief gestanden beim
Gerade bei den italienischen Quellen steht man oft relativ hoch mit der Hüfte, hat die Füße nah zusammen, aber beugt sich tief nach vorne, was ganz anderes ist, wie in der Rapierkunst vor allem Joachim Meyer nur so am Rande erwähnt. Das heißt also, die Fußarbeit kann uns viel über das Fechten verraten. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir keine voreiligen Schlüsse daraus ziehen. Ich hoffe, ich konnte die Frage, wenn nicht völlig befriedigend, einigermaßen schlau klingt, beantworten. User oder Userin Dong Long Long hat gefragt, warum wird das Nürnberger Hausbuch, Klammer auf, Döbringer, Klammer zu, derart gehypt, trotz der abweichenden Terminologie und zahlreicher Widersprüche zu den anderen Meistern der Lichtenauer Tradition? Hier vor allem Danzig, Löw und zum Teil Pauernfeind. Das ist eine sehr schöne Frage. Es gab auch einige Kommentare anderer User dazu, die ich nicht völlig verkehrt fand. Zuerst mal finde ich, dass das Nürnberger Hausbuch nicht wirklich gehypt wird. Die allermeisten HEMA-Gruppen, die ich kenne, fechten nach von Danzig und Ringeck und ergänzen das, wenn sie wirklich viel Quellenarbeit machen, vielleicht noch durch Löw. Und der Rest macht Meier. Und wirklich so ganz puristisches Nürnberger Hausbuchfechten und das so total hypen, kenne ich eigentlich nur, habe ich zwar auch schon erlebt, aber kenne ich eher von wenigen Gruppen. Trotzdem finden viele das Buch großartig und ich tue das auch und ich liebe das Nürnberger Hausbuch aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, dass es das am ältesten datierte Buch ist. Das heißt nicht, dass es tatsächlich den ältesten Urtext darstellt zur Lichtenauer Tradition. Das heißt bloß, dass es das älteste erhaltene Buch ist. Es kann auch gut sein, dass die von Danzig Komplextexte älter sind und bloß Abschriften von einem Urtext, der sich sehr nah an Lichtenauer anlehnt. Das weiß keiner so genau. Aber was an dem Nürnberger Hausbuch besonders großartig ist, ist, dass es ein extrem langes, im Vergleich mit den anderen frühen Lichtenauer Schriften, und fundiertes und in die Tiefe gehendes Vorwort hat. Also die Vorrede und die gemeine Lehre zum Langen Schwert, die ist besonders, finde ich, tiefgehend. Es wird besonders viel darüber geredet, wie man läuft, über die Attitüde, wie man ins Zufechten geht. Es gibt das Konzept des Vorschlags, das du so in den anderen Büchern nur so am Rande erwähnt hast. Und die Kernlehre Lichtenauers fünf Wörter mit dem Ides als verbindendem Element wird auch nochmal auf eine ganz eigene und besonders, ich will sagen, catchy Art formuliert. Und es gibt viele Hinweise dazu, wie man das Schwert halten soll. Und die Zedel werden auch nochmal, gerade so was die gemeine Lehre des Langen Schwertes betrifft, die sich jetzt nicht auf einzelne Stücke bezieht, sondern einfach so eine Einführung ist, ja, die wird einfach nochmal so von einem anderen Blickwinkel und ein bisschen ausführlicher betrachtet. Und deswegen ist vor allem das erste Kapitel vom Nürnberger Hausbuch eine super Ergänzung zu allen anderen Lichtenauer Büchern, auch zu den ganz späten, weil man kann die kombinieren und die passen trotzdem zusammen. Ich finde aber auch, dass die Lichtenauerschen Zedelstücke, also die Interpretation der ganz konkreten Techniken im Nürnberger Hausbuch, den späteren Quellen nicht unbedingt widersprechen. Es sind einfach andere Interpretationen der Zedel. Und das muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Ich sehe das eher als Ergänzung. Also wenn ich das Abschneiden zum Beispiel, wie beim Nürnberger Hausbuch, eher als Versatz interpretiere, wie ich Heue von mir wegschneide, oder eben später, wie es Peter von Danzig macht, beziehungsweise der anonyme Autor des Codex Danzig, wenn er das eher mit den vier Schnitten, also und dem Händedrücken zusammenpackt, ja, dann ist das für mich jetzt erstmal okay. Die ganzen Fechtbücher sind ja auch in sich nicht konsistent und warten mit zahlreichen Scheinwidersprüchen und
und sprunghaften Wendungen auf. Das ist man einfach gewohnt, wenn man mit diesen Quellen arbeitet. Man darf einfach weder in den Fechtbüchern selbst die perfekte didaktische Logik erwarten, noch dass die komplette Tradition in sich immer so einer festen Lehre folgt. So ist die historische Realität einfach nicht. Und ich rate dazu, sich mit allen Quellen richtig zu beschäftigen und zu versuchen, die wie eine Zitrone nach jedem bisschen Weisheit auszupressen. Und der fortgeschrittene Fechter baut sich dann sowieso seinen eigenen Lieblingsstil daraus zusammen. Der nimmt ein bisschen was von der Quelle, ein bisschen was von der Quelle. Und wenn jemand Lust hat, ein totaler Nürnberger Hausbuchpurist zu sein und das über allem anderen zu stellen, dann ist das für mich völlig okay, wenn er damit gut klarkommt. Deswegen finde ich das Nürnberger Hausbuch auch gut, wenn auch nicht gehypt. User oder Userin Nightwish Drache fragte mich, okay, wie findest du Kingdom Come Deliverance und wie findest du die Zeit, in der es spielt und deren politischen und kirchlichen Lage? Ich habe mir das Spiel tatsächlich gekauft und habe aber irgendwie keine Zeit, es zu zocken. Ich habe einfach keine Zeit für Spiele. Ich bin leider der Typ, der sich ein- oder zweimal im Jahr ein Spiel kauft, dann eine Woche begeistert spielt und dann nie wieder öffnet und es irgendwann deinstalliert, weil es Platz auf der Platte für meine kreativen Projekte wegnimmt. Ich bin halt kein Gamer, sorry. Die Frage, was ich jetzt vom späten Mittelalter und der politischen und kirchlichen Situation damals halte, die ist so allgemein, die kann ich nicht beantworten. Ich finde die Zeit damals unglaublich faszinierend und komplex. Also wenn wir jetzt mal vom 15. Jahrhundert reden, ich glaube Kingdom Come spielt im 14. Aber auch das 14. Jahrhundert ist super, super spannend, super komplex. Ich lese sehr viel über diese bewegte historische Epoche, aber ich habe jetzt keine konkrete Meinung darüber, dass ich das jetzt total schlimm finde, was der Papst da und da gemacht hat und dann der Kaiser und hier die freien Bürger und so. Ich kümmere mich, wenn ich über Politik und religiöse Fragen nachdenke, für mich selbst eher um aktuelle Probleme. Ich finde Geschichte interessant, um die Gegenwart zu erklären und um aus der Geschichte zu lernen. Aber ich werte jetzt die Vergangenheit nicht, wenn sie so lange zurückliegt. Genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu versponnen klang, aber ja, ich würde mich schon als historischen Interessierten und auch politisch interessierten Mensch betrachten. Aber ich finde es wichtiger, über die Probleme nachzudenken, die wir aktuell haben. Vor einiger Zeit habe ich ein Video veröffentlicht über das Thema, wie man Rostprävention betreibt, also wie man Schwerter daran hindert, anzurosten. Und habe da einige Rezepte geliefert, einige meiner persönlichen Hausmittelchen. Und User oder Userin Trollibolli 123 schreibt, wie ist es mit einer Schwertscheide? Sorgt diese nicht auch sehr gut vor? Genau dafür ist die Schwertscheide doch meines Erachtens da, um vor äußeren Einflüssen zu schützen. Also erstmal ein guter Einwand. Und hinterher habe ich mich jetzt, als ich das dann gelesen habe, geärgert, dass ich nicht selbst daran gedacht habe, bei dieser Rostpräventionsgeschichte auch noch was über Schwertscheiden zu erzählen. Allerdings bin ich anderer Meinung. Ich finde nicht, dass Schwertscheiden so super wichtig für die Rostprävention sind. Ja, die sind dazu da, um das Schwert vor Umwelteinflüssen zu schützen. Aber wir müssen jetzt mal überlegen, wie man damals Schwertscheiden benutzt hat und wie man sie heute benutzt. Wenn ich nach Hause komme, habe ich mein Schwert in der Halle gehabt, dann stecke ich es in die Scheide, wenn ich denn eine habe, dann liegt es mit der Scheide im Auto, dann komme ich hier rein und dann packe ich es mit der Scheide an meine Schwertwand. Damals ist man aber den ganzen Tag damit draußen rumgelaufen. Man ist mit dem Schwert am Gürtel verreist. Man saß auf dem Pferd und hatte das Schwert in der Scheide am Sattelbaum.
Man saß in der Kneipe mit einem Schwert. Man ging über den Marktplatz mit einem Schwert. Man hat versucht, zur Kirche mit einem Schwert zu gehen und bekam dann vielleicht einen Rüffel vom Stadtbüttel. Das heißt also, Schwertscheiden sind vor allem Tools, um das Schwert draußen an der frischen Luft zu transportieren. Bei schlechtem Wetter, bei Regen, um mit dem Pferd eine Furt am Fluss zu durchqueren, um auf einer Fähre zu sitzen, um im Kuhstall rumzustehen und darauf zu warten, das weiß der Teufel. Ja? Auf jeden Fall ist der Nutzen damals einer Schwertscheide einfach ein anderer als heute und die Belastungen an einer Schwertscheide sind auch anders. Am krassesten ist es in der Kriegskunst. Stellt euch Leute vor, die 2-3 Monate ständig draußen sind, die ganze Zeit marschieren oder reiten, vielleicht eine Schlacht schlagen oder an einer Belagerung teilnehmen und dann ist diese Schwertscheide völlig offensichtlich auch dazu da, das Schwert zu schützen. Aber bei uns, der Rost, den wir haben, der entsteht ja nicht, weil wir 2 Wochen eine Stadt belagert haben und im Regen draußen Wache hielten, sondern der entsteht, weil wir unser Schwert mit irgendwelchen verschwitzten Fechtjacken im Auto liegen haben und dann vergessen, Öl drauf zu tun. Oder weil ständig Leute auf dem Mittelaltermarkt, oh, darf ich das mal anfassen, sagen. Also unser Rost hat einfach andere Ursachen und da bringt die Schwertscheide gar nicht so furchtbar viel. Dazu kommt jetzt auch noch, dass die meisten Leute, die eine Schwertscheide haben, die falsch bauen. Die wenigsten Leute füttern ihre Schwertscheide mit Stoff oder mit ganz dünnem Fell oder mit Wollfilz oder so und packen dann das Schwert geölt da rein, sondern die meisten Leute gucken sich im Internet irgendeine schlechte Bauanleitung an, nehmen 2 Holzplatten, machen einen Rand drumherum, schieben das Schwert rein, feilen das noch ein bisschen bei, machen Leder drum und nennen das Schwertscheide. Also diese reinen Holzbehältnisse, wo das Schwert dran drin rumklappert, das schützt überhaupt nicht vor Korrosion, denn da kommt immer noch ganz viel Sauerstoff dran. Also eine Schwertscheide, die wirklich verhindern will, dass die Klinge korrodiert, muss die Luft weghalten. Da muss das Schwert wirklich komplett eingeschmiegt sein in irgendeinen Stoff, der dann auch wiederum relativ ölig und fettig ist. Ja, dann schützt eine Schwertscheide vor Rost. Und die beste Schwertscheide nützt auch nichts, wenn ihr euer Schwert nicht ölt, wenn ihr es nicht abtrocknet, wenn ihr es mit Salz oder Feuchtigkeit in Berührung bringt. Zum Video über das Entfernen von Rost fragt mich Dominik Brandl vor 2 Monaten. Kann man Ceranflächenreiniger benutzen oder ist das eher schädlich? Ich habe nicht die geringste Ahnung, sorry. User oder Userin Killerkraut stellt vor 2 Monaten fest, ich habe so asiatisches weißes Zeug in einer weißen Flasche. Punkt. Dude, was immer du tust, pass auf dich auf. Mein Video zum Fechten mit dem Montante, also dem iberischen Schlachtschwert, nach den 16 einfachen Regeln von Figueredo, hat auch relativ viele Kommentare bekommen. Auf ein paar möchte ich etwas genauer eingehen. GB Fireball schreibt vor 4 Monaten, oder GB Fireball, ich möchte dich gerne darauf aufmerksam machen, dass du darauf achten solltest, mit der Schneide zu schlagen und nicht mit der flachen Seite des Schwertes. Das dürfte nicht nur die Wirkung jedes Schlages verbessern, sondern auch die Langlebigkeit des Schwertes erhöhen. Sag mal, Alter, was fällt denn dir ein? Ich mache jetzt seit 20 Jahren HEMA und du kritisierst mich hier im Internet. Spaß. Du hast natürlich vollkommen recht. Da habe ich Mist gebaut. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt und vor allem beim linken Unterhau, also beim unteren Revers, ist meine Schneide manchmal nicht richtig in der Linie. Das liegt daran, dass ich versuche, mit der Langschneide reinzugehen, damit meine Hände sich schön überkreuzen und dann im letzten Moment das Schwert drehe, um mit der kurzen Schneide nach oben aufzustreichen, wie man das in der Interpretation eigentlich am liebsten macht. Dabei bin ich einen Tick zu spät dran. Ich werde daran arbeiten und verspreche euch, dass ich versuche, Videos mir nochmal anzugucken, also genau anzugucken und nach handwerklichen Fehlern zu gucken, weil sowas geht natürlich eigentlich gar nicht. Aber ich bin nicht perfekt und mache das auch nicht immer richtig und deswegen bin ich für solche Hinweise immer sehr dankbar.
Also achtet darauf, dass ihr eine saubere Schnittlinie habt. Macht gerne die Sachen aus meinen Videos nach, die ihr für gut befindet. Aber wenn ihr sowas merkt, dass ihr seht, oh, da kann man noch ein bisschen dran arbeiten, macht es auf jeden Fall besser als ich. Und ja, das ist ein Papagei. Na komm, guck, geh weg. User oder Userin swoopt. Swoopt. SVNPT fragt oder sagt vor 4 Monaten, ich mag deine Kampfkunst, aber hast du auch Tipps fürs Zwiebelschneiden? Und auch wieder unter dem Schlachtschwert-Video. Mein Tipp an dich, alle Techniken mit dem großen Schlachtschwert, mit dem Montante, funktionieren auch wunderbar fürs Zwiebelschneiden, auch in der Küche. Du zerschneidest dir dann zwar auch die Küche, aber es funktioniert wirklich. Ein Phantomas schreibt auch zum Schlachtschwert-Video, wow, hätte nie gedacht, dass man mit dem großen Schlachtschwert so schnell und agil sein kann. Von dir lernt man wirklich viel. Das geht natürlich runter wie Öl. Danke, Phantomas. Cooler Nickname übrigens. Ich finde allerdings persönlich, dass ich noch ziemlich lahm bin. Und außerdem stimmt meine Schnittlinie beim linken Revers nicht. Alexander Bauland fragt. Ich hoffe, der Nickname ist satirisch gemeint. Alexander Bauland fragt, hast du keine Angst, dass man dich blöd anmacht, weil du ein großes Schwert im Park schwingst? Beispielsweise von Polizisten oder pazifistischen Omas. Die Frage, die ist tatsächlich wichtig, denn Schwerter sind zwar, also zumindest die stumpfen Trainingsschwerter, die ich hier benutze, keine Waffen im waffenrechtlichen Sinne, sondern wenn überhaupt, dann sind es Anscheinswaffen oder Sportgegenstände fürs historische Brauchtum oder eben auch fürs Schwertfechten. Aber trotzdem beunruhigen Schwerter Leute, wenn man damit draußen unterwegs ist. Und auch zu Recht, es gibt immer mal wieder irgendwelche Typen, die ausrasten und dann der Meinung sind, sie müssen mit irgendeinem blöden Samurai-Schwert, mit irgendeinem schrottigen Katana-Amok laufen. In den USA passiert das zwar häufiger als hier, aber auch in Deutschland kam das schon vor und es wurden in Deutschland auch schon Leute mit Schwertern richtig, richtig schwer verletzt. Und ich glaube, in ganz wenigen Einzelfällen sogar getötet. Wenn ihr also mit einem Schwert draußen unterwegs seid, dann passt auf, dass ihr damit niemanden ängstigt. Es liegt in eurer Verantwortung als Fechtadepten, als Ausüber dieser edlen Kunst, Leuten nicht auf den Geist zu gehen oder ihnen Angst zu machen. Wenn jetzt Leute auf mich zukommen und fragen, was ich da tue, dann bin ich immer sehr nett. Also ich höre erstmal grundsätzlich auf zu fechten und gehe auf die Leute zu. Also ich ignoriere sie nicht und dann rede ich mit ihnen darüber, was wir machen und gebe denen auch immer einen Flyer in die Hand und lade die zum Training ein. Aggressiv-pazifistische Leute, die jetzt der Meinung sind, ich muss jetzt ein Massenmörder sein, weil ich da mit einem Schwert rumrenne, haben wir hier in unserem Viertel eigentlich nicht. In dem Park, in dem ich dann ab und zu mal für mich selbst trainiere oder mit Einzelschülern, ist das Publikum eher ein junges und neugieriges. Wenn ein Polizist auf euch zukommt, während ihr mit einem Schwert im Grünen trainiert, was ja eine schöne Sache ist erstmal, auch nicht verboten, dann rate ich euch dringend, die Trainingswaffe erstmal auf den Boden zu legen, eure Hände zu zeigen, euch sehr freundlich vorzustellen und dann genau zu erklären, wie ihr seid und was ihr da tut. Und das auch nicht pumpig oder passiv-aggressiv. Denn Polizisten haben natürlich das Recht, jemanden abzuchecken, der da mit einem Schwert rumrennt. Ist doch völlig klar. Wir sind hier nicht in den USA, wo jeder rumrennt, Open Carry, ja, und total stolz darauf ist, überall Waffen dabei zu haben. Zum Glück muss ich sagen. Die Sorge der Polizisten, dass da vielleicht irgendein Spinner aktiv ist, die ist natürlich gerechtfertigt. Erstmal, die tun ihren Job. Und
Und wenn ihr euch mal in so einen Streifpolizisten reinversetzt, das Letzte, worauf der Bock hat, ist, mit irgendeinem Schwertspinner zusammenzustoßen und den dann irgendwie festsetzen zu müssen. Und der wehrt sich dann auch noch mit diesem Ding. Das heißt also, macht nichts, was Polizisten ängstigen oder aufregen könnte, und redet mit ihnen und erklärt euer Hobby. Meine Erfahrung ist, dass alle Polizisten das eigentlich total cool finden, dass die gerne mal ein Schwert in die Hand nehmen, dass man denen auch gerne mal ein, zwei Heue zeigen kann, und schwupps habt ihr einen neuen Schüler für euren Club. Ja. Das geht dann ohne Probleme. Was ich euch auch raten kann, wenn ihr einen Club leitet, so wie ich, wenn ihr also Lehrer seid oder Vereinsvorsitzender oder eben Schulleiter, schnappt euch eure Flyer, geht zur zuständigen Polizeiwache, stellt euch vor und erklärt genau, was ihr tut, und brieft die Polizisten eures Viertels, die mit euren Schülern zu tun haben könnten, dass da Leute mit Schwertern zum Training laufen und vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komisch aussehen, aber erklärt ihnen, dass die eigentlich ganz nett sind, und zeigt denen Handyfilme, was ihr so macht, und gebt denen auch Flyer, ladet die auch zum Training ein. Das kommt immer super gut an, die freuen sich, die haben dann eine Sorge weniger, das spricht sich auch schnell rum, und das würde ich so einmal im Jahr wiederholen. Ja. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Elmar Hummann fragt mich auch zum Montante-Video: Warum drehst du dich um und gehst mit einem Pommelstoß auf die Gegner hinter dir zu? Und dann kommt eine sehr lange, ausführliche Erklärung, warum er denkt, dass das Quark ist. Diese Erklärung im ersten Kommentar war noch ein bisschen sehr nach dem Motto: Ich würde es aber anders machen. Allerdings hat er im zweiten Kommentar die Quelle zitiert, was ich grundsätzlich immer gut finde, wenn man sich eben an der Quelle aufhält, denn darum geht es ja bei dem Video. Ich möchte ja die 16 einfachen Regeln von Figueiredo zeigen. Und er weist mich darauf hin, dass ich eventuell im Wortlaut etwas falsch interpretiert habe, nämlich, dass ich die englische Übersetzung in der Textzeile "You were ready from the thrust that you gave another with the pommel of the montante on the right shoulder" als Stoß mit dem Pommel interpretiert habe. Und dabei sei gemeint, dass ein zweiter Stoß nach hinten mit der Schwertklinge mit dem Pommel auf Höhe der Schulter gemeint sei. Tatsächlich kann das sein. Vielleicht hast du recht. Ich werde darüber nachdenken. Und falls ich ein zweites Video zu den 16 einfachen Reglers mache, dann werde ich auf diesen Hinweis Rücksicht nehmen. Ich muss allerdings erstmal damit schwanger gehen. Ich muss es selber ausprobieren. Danke auf jeden Fall für deinen sehr fundierten Kommentar. Zum letzten veröffentlichten Video, das mit den Bohrschwertern, für die ich demnächst die Gehilze bauen soll, schreibt Roy Black. Schönen Gruß nach Berlin übrigens. Die Schwerter sehen toll aus und ich bin ganz begeistert von euren totenkopfbehängten Weihnachtsbäumchen. Ja! Also, nur mal zur Klarstellung. Meine Freundin ist der Weihnachtshase. Ich habe damit nichts zu schaffen. Das war der heutige Schwertstag. Und an dieser Stelle mal ein großes Kompliment dafür, wie viel Mühe ihr euch mit den Fragen gebt. Einige der Fragen sind wirklich sehr gehaltvoll und für mich auch nicht einfach zu beantworten. Und ich schätze diesen intellektuellen Input und vor allem auch die Kritik wirklich sehr. Und auch nochmal ein weiteres Kompliment dafür, wie freundlich, gesittet, wohlerzogen, ehrenhaft und bullshitfrei die Kommentare unter meinen Videos sind. Das ist auf YouTube keine alltägliche Sache und das spricht auf jeden Fall für euch. Habt ihr weitere Fragen zu den alten Kampfkünsten, zur HEMA-Szene, zu mittelalterlicher und renaissancezeitlicher Blankbewaffnung, dann stellt sie. Jetzt ist die Gelegenheit, müllt mich mit Fragen zu, packt die Kommentarspalten voll, ersauft mich in Fragen, überschüttet mich. Ich werde versuchen, sie im nächsten Video dieser Art
halbwegs abzuarbeiten. Das war der Thorsten für die Stahlakademie. Trainiert fleißig, viel Spaß beim Studium der alten Kampfkünste. Bis zum nächsten Mal. Fürchtet den Papagei des Todes! Arr!